So, ihr Lieben, das ist ein müdes Video. Ich komme gerade von draußen, vom Mittagssport. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Aber gut, darum soll es hier nicht gehen. Es geht eigentlich um eine Anknüpfung an ein Video, das ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Da habe ich mich ja ziemlich aufgeregt über diesen Mythos, diese Geschichte, dass man nicht sehen kann und nicht wahrnehmen kann, wie es anderen Menschen geht. Und habe versucht, dem vehement zu widersprechen mit Gründen und so weiter. Hier soll es jetzt genau ums Gegenteil gehen. Es soll darum gehen, was man bei Menschen nicht sehen kann. Und die steile These ist eben, wir können die Dummheit der meisten Menschen sehr deutlich wahrnehmen. Also zumindest von außen, wenn wir nicht gerade selber drin stecken, wenn es nicht unsere eigenen sind. Also die Dummheit von Menschen ist sehr gut wahrnehmbar. Was wirklich schwer wahrnehmbar ist, ist die Klugheit der Menschen. Und das ist, erschließt sich nicht so ganz gleich eben auf den ersten Blick, auch dass es überhaupt so ist. Aber man kann sagen, tatsächlich alle Menschen sind wahnsinnig klug. Durch die Bank. Das geht bis dahin, dass man sogar sagen kann, sogar die Dummheiten der Menschen sind klug. Weil die meisten Dummheiten, also Dinge, die wir von außen eben bewerten als Dummheiten, inklusive mir, das fällt ja hier auch in den Videos ständig, dass ich Leute als dumm beschimpfe. Das kommt mindestens in jedem zweiten Video mehrfach, dass ich mich aufrege und dann sage, der ist dumm und der ist dumm und das ist dumm und so weiter. Aber auf eine gewisse Weise sind es ja nur Anpassungsleistungen. Also das, was als Dummheit daherkommt, sind bereits Anpassungsleistungen. Das heißt, es sind eigentlich sehr kluge Anpassungen an Gegebenheiten, die halt in bestimmter Hinsicht einfach ungute Auswirkungen haben. Oft auf andere Menschen, aber oft auch auf diesen Menschen, der diese Dummheit begeht, selber, der dieses dumme Verhalten zeigt. Oft sogar beides gleichzeitig. Also die Leute schädigen andere, schädigen sich selber. Das nennen wir dann manchmal Dummheit. Aber in der Regel sind diese Dummheiten eben bereits Anpassungsleistungen, sind eben ja, Reaktionen angesichts und sind dann, wenn man von innen sich das anschaut, also die interne Logik dieser Verhaltensweisen, ist es oft gar nicht mehr so dumm, sondern eigentlich ziemlich schlaue und manchmal auch direkt gehen intelligente Lösungen im Sinne von ganz schön ausgefuchst. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass die meisten Menschen, das sieht man halt Menschen nicht an, also die man, was weiß ich, im Alltag begegnet, irgendwelchen Nachbarn, irgendwelchen Kollegen auch, mit denen man teilweise jahrelang zusammenarbeitet, weil sich das einfach nicht zeigt. Also reden viele Menschen nicht offen über das, was sie bewegt und was sie sich denken. Also manche tun das vermeintlich, aber da gibt es halt auch noch ganz andere Dinge. Es kommt halt nicht raus. Und insofern gibt es da eine ziemlich krasse Asymmetrie zwischen den Dummheiten, die offensichtlich sind, also die wir bei anderen also ganz, ganz deutlich wahrnehmen können, sowohl im Reden als auch im Handeln. Da sagt er, oh, so ein Schmarrn, so ein sein Unsinn oder wie kann man nur und so weiter. Aber die Klugheit der gleichen Menschen ist für uns unsichtbar. Die kommt oft überraschend raus. Also immer regelmäßig, wenn man dann Zeit verbringt mit Menschen und man hat so ein bisschen Zeit und Ruhe, dann denkt man sich, Mensch, das hätte ich dem oder der gar nicht zugetraut oder dass der oder die sich solche Gedanken macht und so weiter. Also es gibt eine verborgene Klugheit der Menschen, die sich also verbirgt und die auch dazu führt, dass man eigentlich auch, wenn man sowas sehr schätzt, also wenn man Klugheit tatsächlich mag, wo man dann aus diesem Grund mit allen Menschen respektvoll umgehen muss, einfach deswegen, weil alle Menschen tatsächlich sehr klug sind. Und ich weiß, es erscheint oft anders, aber ich würde eben sagen, das ist halt nur das Offensichtliche, also das, was an der Oberfläche ist. Das sind halt die Dummheiten. Aber die Klugheit verbirgt sich. Die Klugheit ist sozusagen oft auch den Menschen gar nicht selber so klar. Also es ist nicht so, dass die Leute für sich selber wissen, ich bin klug. Aber ich halte das mal zurück, ich sage mal lieber nichts. Das ist eher selten, sondern die meisten Menschen wissen auch selber nicht, wie klug sie sind. Also sie verbergen ihre eigene Klugheit sogar vor sich selber. Ich weiß, es klingt so ein bisschen absurd, aber das ist so meine Erfahrung, die ich regelmäßig mache mit Menschen, und zwar wirklich durch die Bank. Und auch wenn ich das schon x-mal gesagt habe, da war halt einfach der komische Beruf, den ich habe als Coach, wirklich sehr heilsam, weil das halt nicht mein Menschenbild war, bevor ich diesen Beruf ergriffen habe. Also kann man natürlich sagen, du machst dir selber was vor oder du musst so denken, weil du hast eben diesen Beruf. Das kann alles sein, kann ich nicht ausschließen. Aber aus meiner Sicht ist es eine Erfahrung. Also ich habe nicht gewusst, wie klug die Menschen sind, bevor ich anfing, sie zu coachen. Also es war so, es hat sich gezeigt in diesem Setting, wie viel klüger Menschen sind, als sie scheinen. Und tatsächlich denkt man sich auch, als auch man diesen komischen Beruf hat, denkt man sich, also das geht ja gar nicht. Also wenn Menschen einem manche Sachen erzählen oder manche Sachen tun oder einem erzählen, was sie gemacht haben, denkt man sich, oh mein Gott. Wie dumm ist denn das? Das gibt es wirklich. Natürlich hat man ist ja auch Mensch, hat man solche Reaktionen. Aber das ist halt immer nur die Erstreaktion. Beim weiteren Gespräch erschließt sich dann oft, denkt man sich, ach deswegen, oh, das macht ja Sinn und der tut das deswegen oder sie tut das deswegen und das so und das fügt sich ein. Also es gibt so eine interne Logik, die sich immer erst auf den oder oft erst auf den zweiten, dritten und manchmal auch erst auf den zehnten Blick erschließt. Ich hatte auch schon Coaching-Sitzungen, da hatten wir schon die x-te Coaching-Sitzung und dann erst nach Stunden von Coaching habe ich erst verstanden,
warum der Mensch immer das und das sagt oder warum er immer das und das macht. Also ich stand ewig auf dem Schlauch und wir hatten schon sehr tiefe, sehr tiefgehende Gespräche, wir haben schon alles Mögliche gemacht, aber ich habe es immer noch nicht kapiert und ich habe auch nicht kapiert, dass ich es nicht kapiere. Na, also das sind so Aha-Erlebnisse, die man immer und immer wieder hat und nachdem irgendwie man sie dann zum 100., 1000. Mal hat, irgendwann fällt dann der Groschen, dass das wahrscheinlich generell so ist. Also man braucht es halt dann manchmal wirklich mit einem Holzhammer oder mit einem Zaunpfahl oder halt sehr, sehr oft immer wieder, bevor man das halt versteht, wie klug Menschen sind. So reden wir aber halt nicht. Im Alltag reden wir nicht so, in der Öffentlichkeit reden wir nicht so, wir tun immer so, wir haben einfach eigentlich so komische Erwartungen, wie Klugheit aussehen soll und denken dann vor dem Hintergrund unserer Erwartungen, Menschen sind dumm, weil sie nicht unseren Erwartungen entsprechen, dass aber jenseits unserer Erwartungen Menschen Klugheiten haben, die wir nicht von ihnen erwarten. Also sozusagen, wir denken, das kann nicht sein, dass der und der sich solche Gedanken macht, aber das macht er. Oder macht sich Gedanken, an die haben wir selber noch nie gedacht. Das ist eigentlich die Regel. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, alle Menschen sind klug, aber es ist für alle Menschen unsichtbar, während unsere Dummheit offen zutage tritt. Das ist schade, aber es macht das Leben auch spannend, weil da gibt es wahnsinnig viel Schönes und Gutes zu entdecken am Menschen, im Menschen und zwischen Menschen. So würde ich es zumindest momentan sehen wollen. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.